Ja, herzlich willkommen zu meinem Kanal Hermanns Tasting. Heute zum Thema Bier. Bier ist ja eines der ältesten verarbeiteten Lebensmittel, was wir haben. Die erste Bierbrauerei quasi hat man in der Rakefet-Höhle, heutiges Israel, entdeckt. Dort haben sie schon vor 13.000 Jahren Bier gebraut und damit nutzt die Mensch Bier schon 5.000 Jahre vor dem Wein. Das älteste Bierrezept, was wir kennen, kommt aus China, ist 5.000 Jahre alt. Die Ägypter waren bekanntlich schon große Brauer, denn denken Sie sich, ohne Bier vermutlich keine Pyramiden. Erinnern wir uns an den immensen Bierdurst früherer Maurer. Die Kelten kannten bereits mehrere Biersorten, zum Beispiel das Korma, ein einfaches Gerstenbier, aber auch ein Luxusbier, das Servisia, das war Weizenbier mit Honig, wahrscheinlich eine Exportschlage über das ganze Römische Reich. Der Spanier sagt heute noch Cerveza. Im Mittelalter hatten sie damals so eine miserable Kanalisation, dass Bier das einzig keimfreie Getränk war, denn die Brunnen waren in der Regel verseucht. Bier war damals wichtig zur Nahrungsergänzung, Stichwort flüssiges Brot. Und Bier ist auch sehr gesund, wissen oft nicht viele, aber mit einer halben Bier decken sie ihren Vitaminbedarf an Vitamin B1, B2, B5, Vitamin H, Kalium, Calcium, Magnesium und zudem enthält Bier sehr viele Antioxidantien, sodass es auch vor Arteriosklerose schützt, im Tierversuch nachgewiesen. Ja, und weil Bier so viele gute Eigenschaften hat, ist es mittlerweile zum Weltkulturerbe erhoben worden und man kann sagen, der bewusste Biertrinker bewegt sich auf kulturellem Weltniveau. Aber jetzt zur Haltbarkeit. Bier ist von Haus aus leicht säuerlich, es hat einen pH-Wert von 4,3 und es enthält Alkohol. Und beides zusammen verhindert das Wachstum von schädlichen Bakterien und deshalb an die Prepper-Szene, Bier ist in der Regel ewig haltbar. Allerdings, es ändert über die Zeit seinen Geschmack. Da laufen verschiedene chemische Reaktionen drin ab, zum Beispiel die Eiweiße denaturieren die Flocken aus, das sammelt sich vielleicht unten am Boden, beeinträchtigt aber eigentlich nur die Schaumstabilität. Dann haben wir beim Abfüllen immer noch Reste von Sauerstoff gelöst, ungefähr 0,05 Gramm pro Liter. Und dieser Sauerstoff über die Zeit oxidiert verschiedene Moleküle da drin. Das Ganze geht dann mehr zum Bitteren. Wir haben auch, wenn wir filtern, immer noch Reste von Hefeenzymen, die haben auch eine zersetzende Wirkung und am Ende die empfindlichen, ja, aromatischen Hopfenöle zerfallen, zerfliegen auch mit der Zeit. Wenn Sie also ein frisches Bier aufmachen, dann haben Sie eine schöne Hopfenblume, das duftet nach Gerste oder noch ein bisschen nach Weizen, Hefearoma, es ist karamellig, es ist mild, es ist vollmundig und angenehm. Und umso älter das Bier wird, umso mehr wandelt sich es zu einem malzigen Geschmack, so ein bisschen einem dumpfen Geschmack. Es wird holziger, es wird bitterer und am Ende schmeckt es wie so ein Papadeckel. Aber eben nicht giftig. Und generell kann man sagen, gefilterte Biere halten sich natürlich länger. Und man kann sagen, schlanke Biere wie Helles und Pils sind von dieser Veränderung stärker betroffen als komplexe Biere wie Dunkels und Bockbier, die ändern sich über die Zeit nicht so stark. Ja, und sollte ein Bier dann doch mal schon wirklich ungenießbar sein, dann können Sie es anscheinend immer noch als Shampoo verwenden, zum Flecken entfernen, Topfreiniger, man kann sich die Füße damit einschmieren oder die Möbel polieren. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt Interesse an dem Thema geweckt, denn in meinem nächsten Beitrag will ich dann dieses Münchner Paulaner Hell verkosten. Das hat hier ein MHD von Juni 2016, ist also heute, Dezember 22, schon gut 8 Jahre alt und ich bin gespannt, wie das im Vergleich zu einem neuen Paulaner schmeckt. Ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Servus und für Gott!